Die Bitcoin-Community ist gespalten darüber, ob der Preis im kommenden Jahr steigen oder abstürzen wird. Eine Mehrheit der Analysten und technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass es in den kommenden Monaten einen Tiefpunkt zwischen 12.000 und 16.000 Dollar erreichen könnte. Dies korreliert mit einem volatilen makroökonomischen Umfeld, Aktienkursen, Inflation, Daten der Fed und einer möglichen Rezession, die bis 2024 andauern könnte. Auf der anderen Seite behaupten Influencer und Bitcoin-Maximalisten, dass der Preis auf 80.000 Dollar und mehr steigen könnte in nächster Zeit. Eine Seite sagt, es geht rauf, die andere, es geht runter. Mal sehen, wer recht haben wird. Bevor ihr euch einer Seite anschließt, es gibt gute Punkte, die beide Seiten unterstützen. Ein Problem ist, dass sie möglicherweise unterschiedliche Zeithorizonte betrachten. Es gibt starke Argumente dafür, dass Bitcoin in den kommenden Monaten wahrscheinlich stark fallen wird, aber möglicherweise Mitte bis Ende 2023 steigen wird. Und das ist auch das Problem. Viele, die sagen, Bitcoin wird auf 16.000 Dollar stürzen oder noch tiefer, sagen auch gleichzeitig, aber in den kommenden Jahren wird es höher sein. Bitcoin Bullruns fallen historisch gesehen mit dem vierjährigen Marktzyklus zusammen. Der Akkumulation, einem Aufwärtstrend, der Verteilung und dann dem Abwärtstrend. Die Akkumulationsphase ist die Zeit des Einkaufens, also günstige Preise, Kryptos sind tot, bla bla bla. Und viele behaupten, dass es bis dahin nicht steigen wird, also bis zum Bullrun. Nichtsdestotrotz werden die Preise Mitte 2023 wahrscheinlich steigen und es gibt Hinweise, die das stützen. Laut Kevin Svensson könnten wir etwa im April Zeuge eines Bullenmarktes werden, wenn der 80-wöchige Bärenmarkt endet. Dabei stützt er sich auf die Vergangenheit und zeichnet auch schön ein, wann es bullisch geworden ist. Die deflationäre Natur von Bitcoin durch seine Halbierungsereignisse fördert diese Preiserhöhung im Laufe der Zeit ebenfalls. Denn Halbierungen führen dazu, dass Belohnungen für Miner halbiert werden. Und die nächste Halbierung ist für April oder Mai 2024 geplant. Trotz Marktturbulenzen führt die deflationäre Natur von Bitcoin zu einem Preisanstieg für langfristige Anleger. Aber jetzt müssen wir etwas aufpassen. Was bringt die Märkte zum Steigern? Gier. Was versuchen also viele im Hintergrund zu machen, euch gierig werden zu lassen? Vorhersagen, dass Ethereum im Jahr 2023 um das Zehnfache steigen wird, solltet ihr zum Beispiel mit Skepsis betrachten. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin trotz solcher Behauptungen 100.000 Dollar oder auch nur annähernd erreicht, bevor ein Bullrun überhaupt beginnt. Versucht deswegen immer zuerst auf dem Boden zu bleiben. Es ist ja nicht böse gemeint, wenn ich sage, das ist übertrieben. Aber Krypto-Communities gehören zu einem der emotionalsten Gruppen, die es gibt. Man verachtet alle, die etwas gegen die Kryptos sagen, die man selber besitzt, und wehe, jemand sagt, Bitcoin wird nicht auf 10 Millionen Dollar steigen in den nächsten 3 Jahren. Was aber sehr, sehr schlecht ist für Neueinsteiger wie dich. Dir wird etwas Falsches verkauft. Ich versuche es immer realistisch zu betrachten. Aber in der Kryptoszene ist sich jeder bewusst, Anfänger kaufen nur ein, wenn sie gierig werden. Was passiert also? Sie machen euch gierig, indem sie euch versprechen, dass eure Kryptos um das Tausendfache steigen. Was denkt ihr, wer dann verkauft, wenn ihr anfängt zu kaufen? Die Leute, die euch gierig gemacht haben. Aber wir müssen uns beide Seiten anschauen. Die Optimisten, die sagen, alles steigt, hatten wir schon. Gehen wir zu den Pessimisten. Denn andere Experten weisen darauf hin, dass wir in naher Zukunft oder sogar 2023 keinen Anstieg sehen werden. Garrett Soloway von In The Money Stocks wies darauf hin, dass es eine geringe Chance gibt, dass Bitcoin sogar auf 3.500 Dollar fallen könnte. Es wird einen Wendepunkt bei Bitcoin geben, wenn es reift, da die Regulierung den Menschen hilft, sich sicherer zu fühlen. Ich denke, in naher Zukunft werden wir einen kleinen Aufschwung sehen. Dann eine Weile nach unten auf 12.000 bis 13.000 Dollar und dann werde ich besorgt sein, dass es unter 10.000 bis 8.000 US-Dollar fallen könnte. Vielleicht sogar im schlimmsten Fall 3.500 Dollar. Ein sehr kleiner Prozentsatz, aber das wäre das Äquivalent zum Zusammenbruch von Amazon in der Dotcom-Ära. Das sagt er. Wenn Bitcoin auf 12.000 Dollar oder darunter fällt, ist es für Miner möglicherweise nicht rentabel, das Ökosystem zu betreiben. Das würde bedeuten, dass Transaktionen nicht mehr verarbeitet werden. Ein Problem, das die Branche lahmlegen könnte. Es gibt noch andere Bedenken, die in Bezug auf die Bitcoin-Preiszyklen angegangen werden müssen. Einige schlagen vor, dass diese 4-Jahres-Zyklen aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht mehr gelten. Einer ist, dass die meisten Bitcoin im Gegensatz zu früheren Zyklen nicht das einzige Kind auf dem Block sind.
Bitcoin konkurriert mit einer Vielzahl von Kryptowährungen, die in den meisten Fällen überlegen sind, zusammen mit dezentralisierten Finanzen, Gamify, NFTs, dezentralisierten autonomen Organisationen, also DAOs, Web3-Startups und einer Reihe weitaus lukrativer Investitionsmechanismen. Wenn man zum Beispiel an Web3 oder DeFi beteiligt sein will, muss man andere Kryptos kaufen wie Ethereum oder BNB. So, wie ihr seht, alles in allem sagt die eine Hälfte, wir fallen, und die andere, wir steigen. Und beide haben gute Argumente dafür. Blöd, oder? Du schaust dir meine YouTube-Videos an, damit ich dir sage, wo es hingehen wird. Und nun sage ich dir, keine Ahnung, kein Mensch auf der Welt weiß, wohin es hingeht. Falls ihr jemanden sucht, der euch das sagen kann, hat er so viel Geld gemacht, dass er es nicht nötig hat, auf Social Media über Kryptos zu reden. Wie soll man denn Geld machen, wenn man nicht weiß, wo es hingeht? Naja, eins wissen wir. Dass wir nicht wissen, wohin es geht in nächster Zeit. Aber in langfristiger Zukunft gesehen steigen die Märkte immer an. Also, anstatt dich zu fragen, ob es im nächsten Jahr rauf oder runter gehen wird, wieso kaufst du nicht ein für die nächsten 5 Jahre? Und alles dazwischen ignorierst du einfach. Warte bis zum nächsten Bullrun und lass dich nicht von Analysen und Prognosen von anderen oder auch mir beeinflussen. Aber wie heißt es so schön? Würde jeder richtig investieren, würde niemand mehr Geld machen. Das war's für heute. Ein Abo und ein Like helfen mir und dem YouTube-Kanal sehr. Besten Dank für die Unterstützung. Und bitte beachtet, dass ich kein Finanzberater bin. Ich teile nur meine Ansichten. Macht bitte immer eure eigenen Recherchen, wenn ihr Kryptowährungen oder Aktien kaufen wollt. Alle meine Informationen sind strikt für Unterhaltungszwecke. Ich übernehme keine Haftung für entstandene Verluste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Investieren Now.